wunderbaren Menschen da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der zweiten Ausgabe meiner Vorschau, meiner Review. Wie immer fangen wir an mit Extensions. Ich bin natürlich immer auf der Suche nach neuen Farben und neuen, ja, wie sagt man, Styles von Haaren für euch. Und sehr viele haben gefragt nach blonden und gewellten, weil es die noch überhaupt nicht gab. Und jetzt habe ich sie für euch gefunden. Zwar ist das dieses wunderschöne Blond, ich würde sagen, das ist so ein hell mittelblond mit, ja, gewellt eben. Also ich meine mit gewellt nicht, dass es gelockt ist, sondern dass es sich natürlich, dass es einen natürlichen Fall hat und nicht wie meine halt so ganz glatt sind. Dann gibt es das in diesem Blond, ich würde sagen, das ist ein helles Aschblond, auch mit diesem schönen Schwung, diesem natürlichen Fall. Und ganz neu habe ich entdeckt für euch Rot. Ich möchte die jetzt eigentlich ungern auspacken, nochmal. Aber ich habe sie ja sowieso in den Haaren. Also das sind diese hier in glatt. Und ja, die habe ich, wie gesagt, ganz neu im Angebot, im Sortiment, weil es die vorher noch überhaupt nicht gegeben hat bei meinem Händler. Und ja, das sind die Extensions, die ich für euch ergattert habe. Wenn ihr welche haben wollt, ihr müsst wirklich sehr, sehr schnell sein. Letzte Woche waren die so schnell ausverkauft. Und das ist natürlich dann doof, wenn man dann nichts kriegt. Also, ihr müsst schnell sein. Ich habe es euch gesagt, ich habe die Haare nicht irgendwie hundertfach auf Lager, sondern vielleicht immer fünf. Und klar, wenn die dann weg sind, dann sind sie erstmal weg, bis ich dann wieder welche für euch besorgen kann. Jetzt geht es auch weiter mit der nächsten Rubrik. Das ist Schmuck. Und natürlich habe ich auch diese Woche Schmuck für euch. Und zwar diese wunderschöne Kette hier. Moment. So sieht sie aus. So wird sie getragen. Das ist so. Und ich habe die entdeckt und habe mich sofort verliebt in diese wunderschönen Farben und in diese Rose. Die sieht ja aus wie aus Marzipan. Man möchte immer da reinbeißen. Die ist so schön. Ich werde sie einmal für euch umtun, damit ihr sehen könnt, wie lang die ist. Also, so lang ist sie. Ach, jetzt sieht man die schöne Rose nicht. Moment. So. Und ich stelle mir das vor mit einer weißen Bluse. Das würde so wunderschön aussehen. Also, ich finde die ganz entzückend. Sehr sommerlich, sehr frisch, schöne Farben. Und natürlich mit dieser wunderschönen Rose. Ich reinbeiß. Und die nächste Kette, die ich für euch habe, das sind keine Plastikperlen, sondern Glas. Also das ist diese. Und der besondere Kniff an dem Verschluss ist, dass es Magnete sind. Also besonders gut, wenn man ein kleines Kind hat, so wie ich, und das einem immer an den Ketten reißt. Dann kann nichts kaputt gehen. Ich mache sie auch einmal für euch um, damit ihr seht, wie lang die ist. Und auch diese Kette finde ich von den Farben her total schön. Und die sieht natürlich wirklich aus, als könnte man reinbeißen. Und wieder wunderschöne, frische Farben. Ganz toll, sehr sommerlich. So, und die letzte Kette, die ich für euch habe, geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Und zwar ist das dieses schöne Stück. Ich zeige euch mal den Anhänger. Das ist eine Hand. Ich glaube, es ist etwas Religiöses. Ich meine schon. Und eine Muschel ist da dran. Und eine Münze. Beidseitig bedruckt. An einem Ring, aus einem geflochtenen Ring, da hängen die dran. Und da sind halt so Metallketten und Lederbänder dran. Und dabei sind Ohrringe, passende Ohrringe. Und auch nochmal diese Münzen. Ja, jetzt haben sie sich leider auf einmal verdreht. An so Hängerchen.
Also, diese wunderschöne Kette mit passenden Ohrringen findet ihr auch unter www.night-faktor.de. So, und als Highlight, Trommelwirbel, dieses Highlight, das Highlight dieser Woche ist dieser Gürtel. Obwohl es eigentlich kein richtiger Gürtel ist. Es ist quasi ein BH, den man über seinen Sachen trägt. Anders kann ich es nicht beschreiben, weil eigentlich ist es kein Gürtel. Also so sieht es aus. So. Und dann so. Und hat dann halt diese Träger. Und der ist auch ausgezeichnet in verschiedenen Größen, und zwar wie in BH-Größen. Also das ist jetzt zum Beispiel 75, Brustumfang 75. Wenn ihr BH-Größe 75 habt, dann passt der. Und es gibt auch noch 70. 70 und 75. Und es gibt ihn halt in diesem beige-braun-grau. Das ist kein richtiges Braun, das ist kein richtiges Grau. Ich würde sagen, das ist ein braun-grau. Und es gibt ihn in schwarz. Und es sieht wirklich ultra heiß aus. Also es sieht wirklich heiß aus. Wenn ihr eine Bluse anhabt oder ein langes Top oder so ein Tanktop, zumal die so einen leichten Push-Up-Effekt haben. Also der Busen wird ganz schön nach oben gepusht auf jeden Fall. Es ist ein richtig cooles Accessoire auf jeden Fall. Also es ist richtig, richtig sexy und heiß. Kann man nicht anders sagen. Damit werdet ihr auf jeden Fall auffallen. Das ist ein richtiges Neidfaktor-Teil. Also schaut vorbei in meinem Online-Shop. Adresse und den direkten Link findet ihr natürlich in der Infobox. Und nächste Woche, kann ich jetzt schon verraten, gibt es nur Handtaschen. Handtaschen, Handtaschen, Handtaschen. Ich werde für euch die tollsten, die geilsten Handtaschen parat haben. Ich habe mir die neue Insta gekauft, bin damit losgezogen und habe alle Taschentrends für euch nachgekauft. Seid gespannt und ich kann schon sagen, die Preise sind hitverdächtig. Also da auf jeden Fall einschalten. Und wenn ihr euch die Kette sichern wollt oder Extensions oder den oben drüber BH, dann nichts wie los. Ne? Los, los. Sonst ist es weg. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich. Und jetzt geht es erstmal wieder weiter mit einem Tutorial zu diesem Look, zu meinem Barbie-Make-up. Und ja, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.